Hallo zusammen bei diesem mega, mega, mega heißen Wetter. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die Werkstatt, der Showroom, das ist im Dachgeschoss und dementsprechend heiß ist es, so langsam aber sicher. Aber ist ja auch cool irgendwie. Man will sich nicht beschweren, schönes Wetter und einfach versuchen, ein bisschen zu genießen, das Ganze. So, ich hatte bei dem letzten Video habe ich gesagt, dass ich dass ich mich nochmal melden werde bezüglich der Roadshow, wo also einige, die das generell bei Facebook und bei Instagram verfolgen, die werden schon gesehen haben, dass im Moment Gitarren gebaut werden, die halt für diese Roadshow sind. Und und zu dem Ganzen will ich so ein bisschen was erzählen beziehungsweise auch erklären, weil doch ein paar Fragen kamen so. Und also erstmal, das Ganze ist, letztes Jahr gab es ja das 10-jährige Jubiläum eigentlich von Gamble Guitars. Und durch Corona konnte es leider nicht gefeiert werden. Eigentlich war geplant, hier eine Feier zu starten und dann einfach ein bisschen Spaß zu haben. Aber das war ja im letzten Jahr nicht so wirklich möglich. Deswegen habe ich gedacht, okay, man könnte doch mal irgendwie was anderes machen. Nicht einfach nur eine Party, sondern irgendwie einfach mal was anderes. Und dann dachte ich mir, dass eigentlich eine Tour ganz cool wäre, weil auch zu so einer Party ist jetzt nicht unbedingt so, dass aus ganz Deutschland irgendwie die Leute kommen, weil das ja dann doch immer ein Weg und dann dachte ich, dann komme ich doch einfach. Und so werde ich versuchen. Ich muss noch mit ein paar Leuten sprechen, beziehungsweise auch mit ein paar Gitarrenläden sprechen. Und zwar würde ich ganz gerne irgendwo wirklich von Hamburg bis nach München da so ein paar Stops machen. Und ich habe einen Lieferwagen, der ist so ein bisschen ausgebaut von innen mit Holz, da kann man schön Gitarren reinhängen und draußen werden dann auch ein paar Gitarren stehen, je nach Wetter. Und das wird halt alles so ein bisschen schön gestaltet. Und da werde ich halt 11 ganz spezielle Gitarren mitnehmen. Ein paar haben es schon verfolgt. Die erste von den Gitarren ist fertig, das ist diese hier. Das ist ja eigentlich eine Flying V, aber halt so ein bisschen, so ein bisschen auf Gamble gemacht einfach. Und und das ist jetzt aber nur eine. Es werden noch einige Rockfires kommen. Ich zeige da gleich ein bisschen was. Einige Miss G's und auch noch zwei von den V's. Auf jeden Fall die Tour soll, ich weiß es noch nicht genau, irgendwas zwischen 7 und 10 Tagen gehen. Und je nachdem, wie viele Stops ich da zusammenkriege und auch nochmal gucken, wie die Zeit ist. Das Ganze wird irgendwo Mitte August, denke ich mal, passieren. Aber ich werde auch da immer wieder posten. Wenn ich da die einzelnen Termine habe, dann werde ich posten. Starten wird das Ganze hier. Das heißt, alle, die in der Gegend sind oder auch die hierher kommen wollen, die können am ersten Tag gerne hierher kommen. Und hier wird das Ganze dann starten. Und wie gesagt, Termine gebe ich dann noch irgendwann bekannt. Der eigentliche Plan war, dass man diese Gitarren nur auf der Tour kaufen kann. Das heißt, dass wenn man eine davon haben will, wirklich da hinkommen muss aktiv und da dann dementsprechend sich eine ergattern kann. Allerdings waren da jetzt doch einige Anfragen und deswegen ist auch diese schon tatsächlich reserviert. Und ich habe mich dazu entschieden, so einen Mischmasch aus dem Ganzen zu machen. Das heißt, es sind 11 Gitarren da. Es können 5 Gitarren jetzt im Vorfeld nach und nach können reserviert werden. Das heißt, wenn einer bei dem, was jetzt in der nächsten Zeit gepostet wird, oder wenn einer einen Body sieht, den er toll findet, wenn sich da einer was reservieren möchte, dann kann er das machen. Aber nach der 5. Gitarre ist Stopp. Und die anderen 6 Gitarren, die gibt es dann wirklich aktiv nur auf dieser Show. Das heißt, da muss man wirklich aktiv irgendwo hinkommen. Gerne auch am ersten Tag hier zu Gamble direkt. Und kann die dann käuflich erwerben. Und die gibt es aber dann auch erst nach der Tour. Weil die möchte ich schon alle mit auf der Tour nehmen, damit an jeder Station alle 11 Gitarren dabei sind. Es werden 3 von den V's, 4 Miss G's und 4 Rockfire. Die sind alle ausgestattet, eigentlich sind sie alle ausgestattet wie die. Die haben alle ein Pickup, die haben alle ein Volume und einen Ton. Die werden alle ein Häusl-Pickup haben, ein Häusl-Humbucker, der splitbar ist. Und
Also alles relativ schlicht gehalten, allerdings mit ganz speziellem Holz. Das habt ihr alle schon gesehen, das ist auch wie hier. Das ist ja wirklich, das ist Nussbaum. Und ich habe absichtlich Bohlen rausgesucht, die sehr viele Äste haben, die ja teilweise einfach, ich weiß gar nicht, ob das Würmer oder Käfer waren, die da drin waren. Ich glaube, das sind schon Käfer gewesen, keine Würmer, weil das sind so krasse Riefen. Aber das sieht halt insgesamt mega, mega cool aus und macht einfach was her und ist halt einfach mal was anderes. Ich bin überhaupt kein Wii-Fan gewesen. Diese hier liebe ich und fällt mir mega schwer, die herzugeben. Aber gut, die ist reserviert. Aber ich komme jetzt mal zu den anderen. Ich gehe einmal kurz mit euch hier rum. Ups, ich mache das mal ab hier. So, einmal ganz kurz was trinken. Prost. Das ist mich wirklich mega, mega warm. So, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das so mache oder, nee, ich drehe das mal, nee, ich kann es gar nicht drehen. Okay. Also, damit es mal so einen kleinen Überblick gibt. Hier sind nochmal, das wäre nochmal, das wird nochmal die eine Wii. Die hatte ich auch schon mal gepostet. Und zwar ist das ziemlich aggressiv hier eingefressen. Das ist Rinde. Und das ist stabil. Ich werde es aber nochmal stabilisieren. Und zwar kommen hier, also von außen nach innen, werden hier und da oder wo auch immer, werden zwei Alu-Rohre reinkommen. Relativ schmale. Und die werden das Ganze nochmal ein bisschen stabilisieren. Und einfach, dass wenn das Ding mal runterfällt, dass das nicht direkt wegbricht. Wobei es eigentlich auch so halten würde, weil da ist doch noch genug Fleisch, aber macht vielleicht doch Sinn. Das ist die nächste Wii. Genau, bin mir da noch nicht sicher, da ist ein schwarzes Schlagbrett drauf, aber ich weiß nicht, ob das so bleibt. Das entscheiden wir dann, wenn die Gitarre soweit ja, nicht fertig ist, aber wenn sie weiter ist. So, jetzt kommen wir, genau, das hier ist jetzt eine Rockfire. Ich hoffe, man sieht da und erkennt da so ein bisschen was. Überall sind wirklich Äste drin und da war der Wurm drin. In dem Fall ist es, wir haben sowohl Einteiler als auch Zweiteiler. Das ist ein Einteiler, sieht auch wirklich wunderschön aus. So. Das Holz sieht einfach knaller aus. Ich mache jetzt nicht jedes einzelne nass. Wenn man es nass machen würde, dann würde man das nochmal besser sehen. Das sieht wirklich total schön aus. Das ist ein Traummaser und macht einfach auch voll Spaß, das zu machen. Oder ja, die Geschichten zu fräsen, wobei ich da Hilfe vom Eike gehabt habe. So, zu dem ich nach wie vor irgendwann mal komme. Ich weiß, viele warten drauf, aber genau, das ist ebenfalls ein Einteiler, auch eine Rockfire. Genau, mal so, die ist wirklich auch total schön von der Maserung her. Wirklich wunderschön. Der Teil hier ist total cool. Ja, auch von hinten. Auch hier waren die Würmer drin oder Käfer. Oder was auch immer. Da kommt die nächste Rockfire und zwar als Lefty, weil auch genau auch an euch Linkshänder wird gedacht. Wir haben allerdings tatsächlich nur eine. Mal gucken, vielleicht können wir noch eine Miss G mitnehmen, eine andere allerdings dann, aber mal schauen. Also genau, eine Rockfire als Lefty ist noch mit dabei. Die finde ich persönlich mega schön. Das ist, ich muss jetzt einmal so, das ist Miss G. Und wenn man das Holz nass macht, das sieht so mega gut aus. Genau, hier einmal von, ups, hier einmal von hinten. Also wenn da einer von euch schon was sieht, wo er sagt, will ich haben, dann schreibt einfach. Also wie gesagt, fünf können reserviert werden, die anderen sind dann für die Tour wirklich. Also der ist ganz krass. Der ist wirklich mega, mega krass zerfressen. Aber es sieht total geil aus. Und wenn der lackiert ist, dann wird es umso schöner. Auch bei dem ist es so, wenn man das Ganze nass macht, dann sieht es wirklich einfach traumhaft schön aus. Mega cool. So, hier haben wir die nächste Miss G. Auch die super schön, wirklich mega schön. Die haben vor allem immer so einzelne Stellen, die so geil sind. Die kann man jetzt gar nicht so zeigen, weil das echt erst richtig auffällt, wenn es nass ist.
Und hier nochmal, das ist noch eine Miss G. Ja, das waren sie, glaube ich. Genau, da ist noch eine Miss G. Ups. Auch die, das ist somit die schlichteste eigentlich, würde ich sagen. Die, genau, sieht auch echt traumhaft aus. Ich mache einmal nochmal so, das sind die ganzen Bodies. Da sind auch schon die ersten Hälse, die hier soweit fertig sind. Die Hälse haben alle im 12. Bund, haben die zwei Picks. Und das, genau, das war's auch. Die haben einfach die zwei Picks und das war's. Ja, genau. Griffbretter sind aus Indian Laurel. Schaut genauso aus wie Palisander. Fühlt sich auch so an wie Palisander und lässt sich auch so verarbeiten wie Palisander. Also scheint kein so wirklicher Unterschied zu sein. Ja, das waren, ja, war einmal so ein Überblick über die Gitarrenbodies. Ja, wer da Interesse dran hat. Ups, jetzt hänge ich das mal wieder hier auf. So. Wer da Interesse dran hat, einfach melden, einfach schreiben. Und wie gesagt, das 5 können noch reserviert werden oder 4 sind es nur noch. 4 können noch reserviert werden und die anderen müssen dann aktiv auf der Show gekauft werden. Ja, eigentlich ist es das. Viel mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Also die Resonanz auf die ist ganz gut schon. Das freut mich total. Und die klingt auch wirklich mega gut. Da ist übrigens ein Häusel, ein Toss XL ist da drin. Der wird in alle reinkommen. Es wird in alle ein Toss XL reinkommen, weil die alle einfach, das sind halt alles echt Bretter und die sollen auch wie ein Brett sein und sollen auch wie ein Brett klingen. Und da ist es ganz schön, wenn da einer drin ist, der ein bisschen heißer ist. Die sind aber nicht überzüchtet. Also die sind trotzdem so, dass die sehr dynamisch sind und klingen einfach saugut und macht mega Spaß damit zu spielen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn noch irgendwie Fragen offen sind, was diese Roadshow angeht, dann schießt einfach los. Aber im Endeffekt werde ich jetzt immer nach und nach berichten. Und sobald ich irgendwelche Daten habe, die feststehen schon, auch wenn es noch nicht alle sind, aber sobald irgendwelche Daten dazukommen, die feststehen, dann gebe ich dir mal bekannt. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr da vorbeikommt. Ich würde mich mega freuen, desto mehr kommen, desto cooler. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Überraschung, auch auf den Roadshows. Und verfolgt das Ganze einfach und würde mich mega freuen, wenn ihr kommen würdet. Und muss ja nicht jeder kaufen, aber wir werden uns sehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, genießt das Wetter, wirklich geil, genießt das Wetter und genießt das Wochenende. Und wir sehen uns ganz bald und hören uns ganz bald. Bis dann. Ciao. Macht's gut.